Schön, seid ihr wieder dabei. Das Thema immer noch Anlagestrategien. Ich erkläre euch heute den roten Bereich, die Aktienstrategie. In meiner Aufstellung seht ihr, dass ich das Gebiet in drei Gruppen aufgeteilt habe. In Direktanlagen, in die Aktienfonds und in die strukturierten Produkte. Wenn ihr Aktien kauft, dann stellt ihr direkt einer Firma das Geld zur Verfügung. Ihr werdet einmal im Jahr zur Generalversammlung eingeladen und werdet informiert, wie es der Firma geht und könnt mitbestimmen. Das finde ich grundsätzlich eine gute Investitionsmöglichkeit. Natürlich, man braucht ein bisschen Geld dafür. Ich empfehle meinen Kunden, so ab 10'000 Franken Aktien zu kaufen. Banken sehen Aktien nicht so gern. Sie empfehlen den Kunden viel lieber die Aktienfonds, weil es in diesen Aktienfonds einen Haufen verschiedene Aktien drin hat. Es gibt Aktienfonds, die werden aktiv verwaltet von einem Fondsmanager. Die sind dann in der Tergebühr relativ teuer. Es gibt aber auch passiv verwaltete Fonds, sogenannte Exchange-Traded Funds. Aber diese Fonds und die anderen haben alle ein Problem. Die verzichten auf Stimmrecht. Das Stimmrecht bekommt der Fondsmanager über. Und die bestimmen dann bei den Firmen, was dort passieren soll. Als einzelnen Anleger merkt ihr das natürlich nicht. Es ist die Masse, die es ausmacht. Also Milliarden von Franken werden so Fondsmanager zur Verfügung gestellt. Ich finde das nicht so gut. Die strukturierten Produkte, da gibt es strukturierte Produkte wie Sand am Meer. Es gibt gute, aber es gibt auch schlechte. Wichtig ist, dass ihr wisst, wie es funktioniert. Nicht ich muss wissen, wo das Risiko ist oder die Bank, sondern ihr müsst es genau verstehen. Beim nächsten Mal werde ich euch die geilen Strategien noch erklären. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich wünsche euch gute Zeit bis dann. Bis bald.